Und damit herzlich willkommen zur Verleihung des Nationalen Integrationspreises der Bundeskanzlerin. Schönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin, Frau Staatsministerin. Schönen guten Tag, schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, dieser Preis wurde vor 3 Jahren ins Leben gerufen, um all denjenigen ein Forum zu bieten, die sich nachhaltig und wirkungsvoll für die Integration von Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland engagieren. Das heißt mit anderen Worten, wir zeichnen heute echte Vorbilder aus. Und mit diesem Ziel hat sich auch in diesem Jahr wieder die Jury unter der Leitung von Herrn Dr. Frank-Jürgen Weise zusammengetroffen, um aus 23 Projekten die 10 besten auszuwählen, die wir Ihnen heute hier vorstellen wollen. Zunächst möchte ich aber die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration um ihr Grußwort bitten. Bitte begrüßen Sie Annette Wittmann-Mautz. Aber es ist von unschätzbarem Wert, dass Sie, sehr geehrte Nominierte, vor Ort in Ihrer Arbeit ein klares Zeichen setzen. Für Integration und Zusammenhalt, für Vernunft statt Ressentiments, für Herz statt Hass. Davon können wir in diesen Zeiten gar nicht genug bekommen. Bitte begrüßen Sie die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Ein Landrat, der dafür gesorgt hat, dass alle Behördenprozesse des Ausländer- und Asylrechts sowie die Integrationsmaßnahmen zum Deutschlernen oder für die Arbeitsmarktintegration im wahrsten Sinne des Wortes unter einem Dach stattfinden. Und ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn man in Deutschland ankommt und muss alles erstmal absuchen, wo man welche Stelle findet und welche Öffnungszeit hat und wann auch jemand Zeit hat. Insofern bin ich gespannt, darüber mehr zu hören. Wir kennen alle die Situation, dass wir als Bürger mit einem Anliegen zu verschiedenen Stellen geschickt werden. Der Burgenlandkreis hat dies so gelöst, dass man die durchaus notwendige und wichtige föderale unterschiedliche Zuständigkeit, aber unter einem Dach in einem Bereich organisiert. Der große Vorteil ist, da haben sich die Verantwortlichen zum Beispiel für Arbeit, Jobcenter, Agenturen, Ausländeramt, Jugendamt kennengelernt in ihrer Arbeit, in ihrer Verpflichtung für die Bürger, und diese Menschen haben an einer Stelle, an einem Ort die Ansprechpartner gefunden, um ihr Anliegen zu klären. In der Zwischenzeit sind dort alleine 10.000 Menschen beraten worden und haben damit vielleicht auch ein Erlebnis, dass dieser Staat, wenn er gut organisiert ist, leistungsfähig, bürgerfreundlich ist. Und dieser Vorschlag kommt vom Deutschen Landkreistag.